So. Jo, dann sind wir wieder Factorio dabei. Ja, ich bin halt so 5 Folgen im Voraus so ungefähr. Also wenn der Hälfte das sieht, konnte das sich schon schön aufregen, dass mein Uranzug viel zu wenig bringt. Es wundert mich nur, dass er das jetzt festgestellt hat, an der Folge, die heute veröffentlicht wurde. Weil der Zug fährt ja, den Zug gebaut, den hatte ich ja schon praktisch 3 oder 4 Folgen davor. Hätte sich da schon mal aufregen müssen. Nee, Grüße an der Stelle. Mein, klar, wahrscheinlich hast du recht, von wegen, man denkt ja nie groß genug, also ich sowieso nicht. Aber ja, erstmal, dass es funktioniert, wenn ich dann sehe, es reicht wirklich nicht, dann kann ich es immer noch vergrößern. Mal ganz abgesehen davon, meine Züge sind größer und schneller. Die Waggons sind, die fassen mehr, die fassen das 2- bis 3-fache und die Lok fährt 2 bis 3-mal so schnell. Vor allem mit meinem Brennstoff, den ich da reinballer, ne? Den es ja im Original gar nicht gibt. Es passt schon. So. Falsch. Wollte ich jetzt hier noch mehr machen? Das müsste eventuell raus, der Fluxkompensator. Das andere bin ich mir nicht sicher. Ob das raus muss. Da ist dieser Mast. Das ist UPS-Schwungrad, aber ich glaube, das brauche ich noch. Also sagen wir mal Schwungrad. Fluxkompensator, das sind schon mal 2 belegt. Was muss hier noch raus? Was ist hier noch drin? Na klar, die 2 Maschinchen. Also sind noch mal 2 belegt. Sind 4 belegt. 1, 2, 3, 4. So. Die Biooki-Maschinen, die baue ich so im Inventar. Es tut mir leid. Die werde ich nicht automatisieren, weil wie gesagt, Biooki ist ein kleines Zubrot. Es macht Spaß. Aber ich werde das nicht voll automatisieren. Definitiv nicht. Hauptprojekt ist Bob's Mods. So wie es jetzt im Stream, der morgen kommt, also wahrscheinlich eine Woche bevor dieses Video veröffentlicht wird, jetzt Angel und Bob zusammen wieder Hauptstream-Projekt ist. Mal gucken. Gut. Wir können also was bauen. So, und zwar können wir bauen natürlich Zimutaries-Traktion-Maschinen, ist klar. Wäre vielleicht sogar eine Idee. Jetzt habe ich folgendes Problem. Ich habe gar nicht genug Platz. Muss man mal überlegen, was ich rausschmeißen kann. Ich habe schon gerade was rausgeschmissen, aber das reicht nicht. Dampfturbinen werde ich brauchen. Offshore-Pumpen werde ich brauchen. Weißt du, was ich nicht brauche? Aktive Anbieterkisten, weil ich keine Ahnung habe, was die machen. Ist mir scheißegal. Lagerkisten brauche ich selbstverständlich. Pufferkisten. Für Logistikanfragen und zum automatisierten Aufbau. Das ist praktisch das, was ich eigentlich sowieso in den Anbieterkisten drin habe. Ja, man könnte das natürlich optimieren. Jetzt, wenn man streckenweise, wo man viel baut oder von wo aus viel weggeht, steckt man eine Pufferkiste hin. Befasse mich nochmal genau mit für diesen Durchlauf jetzt nicht zwingend. So, danke. Jetzt habe ich 4 Plätze frei. Jetzt sieht es gut aus. Also, Zimutaries-Traktion Maschine. 5 Stück. Los geht's. Ich denke eher 10. Auf. Ich habe kaum noch Crusher. Ach du Scheiße. Ja gut, Crusher brauche ich aber auch nicht mehr. Die Pressen brauche ich. So, dann. Atomarer Quantenneuverteiler. Das ist der Grund, warum ich den Fluxkompensator habe. Und den brauche ich ein paar Mal öfter. Weil ich brauche den nicht nur hier, sondern ich brauche den generell für Produktion von Hiroki. Also brauche ich 1, 2, 3, 4, 20 Stück. Passt. Sitzt, hat Luft. Danke. So. Dann geht das hier los. Das wird noch nichts wegen Datakristall, ja. Müssen wir auch gleich mal gucken. So, Zimutar. Ach, da brauche ich nochmal eine Zimutar auch noch. Das heißt, ich brauche nicht 10 Zimutar, sondern wahrscheinlich 15. Kriege ich das noch hin? Ja, ich habe noch. Okay. Gut, damit ich welche übrig habe. So, dann baue ich mir erstmal 5 Infusion-Maschinen. Mehr erstmal nicht. 5 Stück. So, fangen wir an. Machen wir nicht hier, machen wir hier. Wie gesagt, Yooki ist ein Zubrot. Nicht aufregen, alles wird gut. Wie gesagt, es kann sein, dass ich tatsächlich feststelle, wenn ich im Gigawatt-Bereich arbeite, gerade wenn Yooki dann wirklich läuft, dass mir das Kraftwerk nicht reicht, was ich plane. Kann sein, okay. Und dann, Hefti, ist es gut, dann hast du vielleicht recht, dann mache ich einen Waggon ran. Aber kann ich dann immer noch umändern. Wobei ich ja hier auf der Insel gar nicht bleiben werde. Einen effektiven Aufbau, haben wir ja schon gesagt, mache ich auf einer zweiten. Ja, weil wir haben ja hier, wir sehen hier, das ist eine Insel. Ich möchte eine zweite.
Weil ganz klar, irgendwo muss es eine zweite geben, weil die Karte ist unendlich. Also schauen wir mal. Müssen wir mal eine Schiffsreise machen nochmal. Gut, was brauchen wir noch? Wir haben diese ganzen Sachen. Wir haben das. So, was wäre denn jetzt das Erste und Wichtigste, was wir teilweise in diesen Maschinen machen möchten? Also zum Beispiel der atomare Quantenneuverteiler baut, glaube ich, schon Sachen, die auch ganz nett sind. Gucken wir mal. Das ist atomarer Quantenneuverteiler. Brauche ich allerdings Transport Science Pack. Muss ich mir natürlich dann mal, Moment, in der Anbieterkiste stecken. Das kriegen wir hin. Das mag im Moment alles nicht so effektiv aussehen. Wie gesagt, Yuuki wird sowieso nicht effektiv. Alles wird gut, nicht aufregen. Was ich definitiv brauche, ist Transmutated Quadrinum. Ja, und zwar eine ganze Menge. Ansehen brauche ich auch noch, fällt mir gerade auf. Oh ja. Ja, mal gleich mal gucken. Jetzt machen wir erstmal schnell diese Anbieterkiste für dieses Forschungspaket. Ich denke, da habe ich genug von, ne? Jetzt überlege ich gerade, habe ich hier irgendwo eine Zwischenkiste? Nee, ne? Schade eigentlich. Wie viel Produktion habe ich hier? Alter, das ist ja pervers, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die haben natürlich 0,5 Produktion. Also die muss ich ja nicht lassen, ne? Mal ganz ehrlich. Dann machen wir doch Folgendes. Jede zweite wird eine große. Naja, gut, hier stimmt es dann jetzt nicht ganz, aber das ist ja auch egal. So, dann kommen die besser hinterher. Ich habe jetzt hässliche Montagemaschinen 1 im Inventar. Jetzt ist mein Inventar vollkommen voll. Nicht ganz günstig, aber okay. Anbieterkiste. Na, nicht so. So, bitte. Einen Dingsbums hier hin und dann bitte verkabeln. Da brauchen wir nicht ganz so. Wobei, Moment. Wie viel brauchen wir für so ein Datakristall? 5 Transportpacks und 5 Fragmente. Das heißt, wir brauchen nicht so viel Transportpacks. Gut. Schön, schön. Also doch verkabeln. Dich brauche ich natürlich. So, du sollst mir jetzt die Transportpacks auslesen. Und zwar liest du mir da aus mal 1000 Stück. Ich denke, ist sind wir auf der sicheren Seite. Das ist in Ordnung. Danke. Viel Spaß. So. Was ich natürlich noch nicht habe, ist der bessere Erzförderer. Den bräuchte ich auch noch, diesen Spezialbohrer. Ich habe weder Platz für Brecherproof Element noch sonst irgendeinen Platz. Nehmt mir mal den Quatsch hier ab. Was brauche ich denn noch nicht? Pumpchecks brauche ich eigentlich auch nicht mehr, ne? Wenn wir ganz ehrlich sind. Ich hätte es auch einfach hier irgendwo eine Kiste stopfen können, statt auf die Roboter zu warten, die jetzt unterwegs sind. Weil die müssen nämlich von sonst wo kommen. Hier. Ich brauche keine Pumpchecks mehr, weil mein Öl im Moment ist vollkommen in Ordnung. Ich habe genug Reserve. Steckt die da rein. Kompressoren heben wir mal auf. Das komme ich eh irgendwie in dem nicht klar. Komischerweise, also irgendwas stimmt nicht oder irgendwas fehlt, was in Angel mit drin ist. Weil das funktioniert hier nicht. Ich habe es versucht oben mit den Knallköpfen, es ging nicht, ne? Keine Ahnung, was da los ist. Ja. Ja, den Heli könnte ich natürlich auch mal hinstellen, könnte benutzen. Ja, einen Platz würde ich auch wegkriegen, wenn ich das Fabrikgebäude richtig aufstellen würde. Kommt vielleicht später dazu. Jetzt habe ich trotzdem wieder zwei frei. Das ist in Ordnung. Gut, weiter geht's. Irgendwas hatte ich vor. Was hatte ich denn vor, verdammt? Also auf jeden Fall möchte ich so ein Radar bauen. Dafür brauche ich Magnetron, aufgeladenes FC. Ach ja, jetzt kommen sie gerade an und nehmen mir den Scheiß ab. Viel Spaß wünsche ich euch. Nehmt mir mal die Kohle ab, die braucht nämlich kein Mensch mehr. Ich habe die Stapel auch irgendwo hier. Das ist Yoki. Die sind ein bisschen schneller jetzt, die Rubis. Ich werde auch mal zusehen, dass ich die Dreier Mark 3 anfange zu bauen. Ne? Brauche ich halt hier wieder. Ja, klar. Robot Frame. Dann das Brain. Ist das schlimm, das Brain? Das geht auch nicht. Das ist okay. Das Werkzeug. Passt schon, ist in Ordnung. Kriegen wir hin. Was ist denn jetzt hier? Seid ihr bald fertig? Hier noch nicht so ganz. Aber gleich. Dankeschön.
So, aufgeladenes FC. Um so ein Radar zu. Jetzt ist aber die Frage, das kann ich anders machen. Anforderungskiste. Wir stellen hier mal eine hin. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich die überhaupt brauche, weil FC habe ich doch sowieso irgendwo getrennt. Oder nicht? Na klar, hier habe ich es auch nochmal irgendwo einen Teiler rein. Natürlich nicht, ne? Weil ich so klug bin. Da schreibt mal KLUK. Tatsächlich nicht. Ich muss bescheuert sein, ne? Toll. Das heißt nämlich, wir werden das hier alles trennen. Wir haben also gleich jede Menge FC im Inventar. Ist nicht ganz so sinnig, aber okay. Mal läuft jetzt durch. Jetzt können wir natürlich das FC erstmal da wieder reinstecken, wo es überhaupt hergestellt wird. Dann sind wir es gleich automatisch los. Sorry für die Hin- und Herrennerei. Wenigstens bin ich es dann los. Echt jetzt? Mach das mal so. Du nimmst doch dann sowieso automatisch die, oder? Ist richtig? Richtig. Schön. Viel Spaß. So, aufgeladenes FC brauche ich. Magnetron habe ich sowieso schon irgendwo in der Anbieterkiste. Nö, noch nicht. Echt nicht? Echt nicht? Doch, in der Anbieter schon. Ich habe es bloß noch nicht angefordert. In der Anbieter hier ist es drin. Richtig. Gut. Haben wir auch. Durotal kriegt man rein. Maschinenrahmen kriegt man rein. Okay. Also gut, das heißt, wir müssen mal anfangen. Und hier zur Sicherheit machen wir hier mal einen Trenner rein. Ich weiß nicht, ob ich es hier drin nochmal irgendwo brauche. Ich muss mich gerade ein bisschen organisieren. Das ist witzig mit mir, weil ich bin ja eh unorganisiert. Ja, komm damit klar. Hier wird nicht mehr viel reinkommen. An Gebäuden. War das, haben wir gesagt. Den Mast selber hole ich mir einfach ab. Das ist mir egal. Den könnten wir aber mal markieren, dass der hier drin hergestellt wird. Das ist ja die Hauptsache, was hier drin hergestellt wird. So, das Schwungrad müssen wir jetzt noch rausbringen. Weil ich nicht weiß, ob ich das nicht noch irgendwo brauche. Filter. Nicht wieder vergessen, da muss ein Filter ran. Weil ich will nur das Schwungrad haben, nicht das Tekkanik sein. UPS-Schwungrad ist da. Das da. Ich wünsche dir Spaß. Du kommst dann am zweiten raus. Hier, richtig? Richtig. Einmal durch. Wird natürlich jetzt leer gefressen. Egal. Das ist jetzt nur mal eine kurze Momentaufnahme. Bei dem Maschinenrahmen ist es egal. Bei UPS-Schwungrad und dem Ding ist es nicht egal. Beim Flux-Kompensator. Aber weil das braucht eben hier dieses Wired Capacitor. Das verkabelte irgendwas. Ich habe das auch schon mal richtig gelesen, was das war. Ich hatte es schon mal auf Deutsch. Kam vorhin eine Translation raus. Habe ich gesehen. Vielleicht ist die jetzt wieder besser in Deutsch. Möglich. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Was kommt denn da überhaupt an? Oder was soll denn da ankommen? Im Moment scheint gar nichts anzukommen. Warum nicht? Was hatte ich gedacht, was ich hier baue? Hier ist Kabel. Ich weiß es nicht. Scheiße. Was wollte ich denn da bauen? Den, ne? Na klar. Genau. Zusammen mit Transmontane Quadrinum. Transmontane Quadrinum muss hier oben rein. Da kommt noch gar nichts rein.
Das soll erst, wenn es dann mal soweit ist. Das ist oben der zweite Eingang. Ist das soweit richtig? Wir machen wieder viele Experimente heute, tut mir leid. Ja, ist so. Gut. Im Moment können sie noch ein bisschen holen, aber viel nicht mehr, weil nicht mehr so viel da ist. Von dem Wired Capacitor. Hier ist noch eine Anbieterkiste. Ja, ein paar sind noch drin. Okay. So, das war der Spaß. Aber das interessiert mich ja eigentlich alles gar nicht. Was ich ja zuallererst machen möchte, ist, sind ja diese Sachen hier. Das kann ich auf jeden Fall machen. Umgewandeltes Unicom. So, jetzt habe ich das Problem, ich möchte gerne die Small, die kleineren. Das heißt, ich brauche Quadrinum. Für Quadrinum brauche ich Datenfragment. Den Rest hätte ich. Und das wird sogar hergestellt in dem Quantentauscher und noch gar nicht in dem, in der Infusion-Maschine. Das wird in der Infusion-Maschine gemacht, richtig. Was noch die Infusion-Maschine macht, sind, glaube ich. Ah, nee, das ist der Washer. Nee, das Prepared. Das Prepared-Zeug wird in einem Brennstoff-Dingsbums irgendwie Hersteller Schlag mich tot gemacht. Wie heißt das Teil? Ist das bei Engines? Nö. Es gibt so ein Brennstoffmaschinchen, was Brennstoff anreichert. Yogi natürlich, Yogi-Brennstoff. Glaubst du, ich finde das? Atomic Drain ist falsch. Atomic Drain brauchen wir aber auch demnächst. Dafür brauchen wir eine Infusion-Maschine. Und ein UBS-Schwungrad. Fürs uralte Monument. Okay. Jetzt will ich aber trotzdem gerade noch gucken, wo ist denn die Scheißmaschine? Das gibt's doch nicht. Bei Liquids kann sie ja nicht sein. Es gibt, die heißt irgendwie Anreicherung. Das Water Generator, das ist alles falsch. Equimaker, Research Center, Dampfüberhitzer. Trade Node, das sind die ganz normalen Fabriken hier. Hä? Wie heißt denn das Ding? Weil dieses Zeug wird hergestellt. Nein, das vorherige, das Prepared. Sag mal, bin ich blöd? Also hier oben sehe ich es nicht. Hä? Das sind alles die Akkus. Das ist falsch. Ich check's nicht. Es gibt's so nicht. Railways dabei? Na. For use in Diesel-Lokomotive, ja, ist klar. Nee, das ist alles falsch. Ich verstehe es nicht. Ich bin gerade echt blind. Es tut mir leid. Ich finde es nicht. Also, ich stoße mich gerne mit der Nase drauf. Selben Seite sein, das gibt's doch nicht. Da gibt es später richtig lustige Sachen. Ah, es gibt auch Raketentreibstoff à la Jooki. Das ist nicht schlecht. Zählt der als ganz normaler? Ja. Ist nämlich einfacher. Für mich. Warum? Ganz einfach. Das ist aus Block mit gemischtem Festbrennstoff herzustellen. Block mit gemischter Festbrennstoff ist aufgebaut aus FC und Kohlestaub. Das ist nicht schwierig. Kohlestaub habe ich sowieso. Und da kann ich mir nochmal extra herstellen. Und aufgebrochenes FC habe ich. Das ist nicht schlecht. Na, schon habe ich Raketentreibstoff. Aber gut, wir können beide Möglichkeiten machen. So, jetzt trotzdem, wo ist denn das Scheißding? Das gibt's doch nicht. Kann man echt so blind sein? Naja, egal. Vielleicht finde ich es irgendwann mal. Warte mal, wie. Ach, scheiße. Wenn ich wüsste, wie das Ding heißt, dann könnte ich es im Namen nachsuchen, aber ich weiß auch nicht, wie das Ding heißt. Scheiße. Na, scheiße heißt es nicht, aber.
Ich check's nicht. Also ich brauche auf jeden Fall so einen Bohrer. Das heißt, ich brauche Brecherwurfelement. Sorry, hat jetzt wieder ein bisschen länger gedauert, bis ich mich endlich mal entschieden habe. Scheiße. Wird es hier hergestellt? Nee. Dann ein, zwei da oben. Sollte ich auch langsam mal markieren, wo was hergestellt wird. Wäre auch nicht schlecht. Wäre nicht ganz verkehrt, sollte ich mal machen. Los geht's, fang mal an. Ach, doch nicht alles, bist du bekloppt, Matze. So. Dann natürlich auch das Getriebe, weil das wird ja auch hergestellt. Ach so, das können wir sowieso gebrauchen. Dann mach doch. Und es produziert sehr schnell. Okay. Da. Und das Brecherproof-Element. Brecherproof-Element ist hier irgendwo. Hatte ich nämlich eh keins mehr. Kann ich mir ruhig ein paar mitnehmen. Wird hier ja auch hergestellt. So. Dankeschön. So. Jetzt sieht man das nämlich. Sonst werde ich ja bekloppt. So. Und schon kann ich mir die Spezialbohrer machen, weil ich E2-Bohrer habe, genau. Das wäre nämlich die besseren Erzförderer. Die ein höheres Abbaugebiet haben und so gut sind die meine T3, die roten. So. Basismaschinenrahmen habe ich. Ja. Gut, machen wir uns 10 Stück davon. So, Spezialbohrer. Die brauchen wir einfach nur irgendwo hinstellen. Das ist total scheißegal. Die suchen nach Dreck. Und den Dreck muss ich dann waschen. Im Washer, logisch. Washer habe ich aber dabei, richtig. Die Spezialbohrer brauchen, glaube ich, relativ viel Strom. Das geht eigentlich. Hehehe. Überall sind irgendwelche blöden Rohre im Weg. Stellen wir erstmal 6 Stück auf, das müsste sogar reichen. Mal scherzeshalber hier nochmal. 4, die wir erstmal nicht unbedingt anschließen. So, die schließen wir an. Und lassen das Ganze dann hier irgendwo rein. Dreck. Jetzt habe ich vergessen, dass ich nach Dreck waschen muss auch noch. Ach, shit. Und die produzieren sehr schnell. Und viel Dreck, soweit ich weiß. Unendlich Dreck wird nämlich im Spezialbohrer gemacht, wie man sieht. Den gibt es, glaube ich, auch noch in besser. Der ist dann aber unter. Den gibt es noch in besser. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo der in besser ist. Improved Dirt Digging, das wäre das mit Drillhead, das brauche ich aber nicht zwingend. Erstmal nicht. Bei Energy. Ja, da. Mastercraft Underground Drill. Weniger Umweltverschmutzung. Doppelte Herstellgeschwindigkeit. Ja. Ach ne, weniger gar nicht, aber doppelte Herstellgeschwindigkeit. Gesundheit 200. Energie ist die Gesundheit mehr. Energieverbrauch gleich. Weißt du was? Ich habe gerade ein paar Tectonic Signs da. Ach, Ansehen kann nicht aufgenommen werden. Das Ansehen ist mir relativ scheißegal. Jetzt kann es auf. Ach, das bietet sogar Ansehen. Ist ja sweet. Ansehen brauche ich sowieso. Heiß. So, aber ich glaube, das bietet relativ viel Dreck. Ja, wir werden das nicht mit dem Improved Digging machen. Das ist mir egal. In 4 Sekunden unendlich. Ja, unendlich Dreck. Was ist unendlich? In 4 Sekunden kommen 8 Dreck raus. Ich glaube, so ist es zu verstehen. Schneller Greifer. Sorry für Unentschlossenheit. Ich muss gerade mir einfach noch alles angucken, wie ich weitermache hier. Die verbesserte Stromleitung wäre natürlich geil. Wenn wir den Platz hätten. Wir könnten es hier hinstecken. Treffen wir dann alle Bohrer? Ja, tatsächlich. Sieht aber hässlich aus. Krumm. Einfach. Einfach krumm. Machen das anders.
können, glaube ich, sogar den wegmachen. Ja, so lassen wir es. Ist zwar auch nicht schön, aber so lassen wir es mal. So, jetzt haben die. Ach, da kann man später noch nach mehr suchen. Ich muss denen sogar einen Bauplan geben. Nach was können die denn noch suchen? Ach so, ja, natürlich, weil sie improved machen können, aber das ist Käse. So, bitteschön, ich wünsche euch was. So, dann bringt den Dreck da raus und hier rein. Gut. So, den Dreck möchte ich waschen, weil ich nach Kristallfragmenten suche. Das mache ich im Wascher. Im Wascher. Im Wascher mit Wascher. Also los. Eine Pumpe unten hin, Wasser hoch und gib ihn. Dann könnte er eskalieren. Ihr Spinner. Ja, und ich weiß, Hefti, du machst es nicht so. Ich mach das so, weil ich möchte da durchgucken. So. So. Muss ich den nochmal irgendwo? Zur Sicherheit. Ich glaube nicht, dass wir das noch irgendwo brauchen, aber egal. So, nach Dreck waschen. Braucht Dreck und Wasser. Mehr braucht's nicht. Das ist schon mal einfach. Flupp. Ach so, wir sollten vielleicht festlegen, dass hier bitte eine Übertragungsrate von 4. Hier dann logischerweise auch. Dann stellen wir die Wascher auf. Sechs Stück mal. Hey, wir brauchen mehr Abstand, fällt mir gerade auf. Wir machen das lieber mit ein bisschen mehr Abstand, weil da kommt ja auch noch ein Abfallprodukt raus. So. Ihr sollt dann bitte Dreck waschen. Also, hier, nach Kristallfragmenten suchen. So, und jetzt möchte ich euch so drehen, dass euer Dreckwasser-Input nämlich überall gleich ist. Dass ich hier euer Schmutzwasser habe. Ich glaube, ein, zwei daran hätte ich auch können, aber egal. Ist ja kein Problem, ich habe ja lange Greifarme. Was soll's. So, das Schmutzwasser sammeln wir einmal kurz hier. Wenn man das, glaube ich, für mehr brauchen kann. Wenn das aber voll ist, werden wir es in Pressen bringen. Ich glaube, in Pressen wird es getrocknet. Ne? Verschmutztes Wasser trocknen. Da, genau, in der Presse. Und dann kriege ich kontaminierten Matsch und giftigen Staub. Den kontaminierten Matsch kann ich trocknen. Wieder in einer Presse. Kriege eine getrocknete Matschkugel raus. Und die gepresste und getrocknete Matschkugel kann ich noch einmal irgendwie verarbeiten. Zur Energie. Da. Matsch eingießen. Hat 400 Megajoule. Fast so viel wie meine Kohlestapel. Nee, Quatsch. Fast so viel mehr, Mann. Du bist ein Idiot. So. Schluss jetzt weitermachen hier. Wir wollen ja vorwärts kommen. Entschuldigung. Ich denke schon wieder zu viel nach und denke laut und wir kommen nicht vorwärts. Es wird, glaube ich, eine lange Folge. Oh ja, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Wir machen das jetzt noch fertig und dann lassen wir es gut sein. Es tut mir leid, es ist schon wieder... Puh. Naja. Aber Chaos gehört ja ein bisschen bei mir mit dazu. Wenn es zu sehr stört, naja, dann schaut halt woanders. Tut's mir leid. Die brauchen zwar 700 Wasser, aber das brauchen die einmal und dann arbeiten die auch erstmal, oder? Wie lange dauert denn diese Dreckwaschen-Sache? 6 Sekunden, ja, passt schon, wird schon hinterherlaufen. Vielleicht sollten wir hier sogar eine pro Tick den einen Schub machen. So, Wasser haben sie schon mal drin.
Jetzt ziehen die nämlich sowieso erstmal das Wasser. Weil die ja schon ein Ich bin der Held einfach. Ich bin einfach nur der Held. Scheiße. So, bitte nochmal. So, die haben jetzt schon das Doppelte an Wasser drin. Das ging ja relativ flott. Alles gut. Bloß die Rohre sind halt noch leer. Jetzt auch nicht mehr. Okay. Ach, du Vollprofi, echt. So. Dreck haben wir da, Wasser haben wir da. Das machen wir jetzt noch fertig. Es tut mir leid, das dauert ziemlich lange. So, was wir nicht brauchen eigentlich. Ach doch, wir kriegen ja Strom. Ja, egal. Wir machen also, wir kriegen Stein dabei raus. Alle 6 Sekunden drei Steine und ein so Kristallfragment. Ist aber nicht super schnell. Vielleicht ein normaler. Ey, was habe ich heute wieder für einen Blödsinn gemacht? Also, Hefti schlägt wahrscheinlich wieder die Hände beim Kopf zusammen. Einfach nur, ja, Schicksal. So. Dann geht es hier eins rüber. Und dann kommt hier oben ein Teiler ran. Und zwar teilt der mir rechts. Das Kristallfragment. Dann müsste das sogar schon stimmen. Ja, da ist leider ein Stein noch mit drin. Na gut. Und dann nehmen wir einen Stapelgreifer, der ist ja sowieso automatisch schnell. Und klatschen den Scheiß hier weg. Halt, wir sollten erst die Kiste hinstellen. So knallt das auf den Boden. Es ist immer nicht ganz so sinnig. So, viel Spaß wünsche ich dir. So, dann hätten wir das. Brauchen wir nicht begrenzen, ist total wurscht. So, ich schenke dir die Kristallfragmente nochmal zum Entfernen. Bitteschön. Mach was draus. So, gut. Und jetzt können wir nämlich aus diesen Kristallfragmenten mit Hilfe von Yoki Datakristalle machen. So, und ich glaube nämlich, die Datakristalle brauche ich. Ach nee, ich brauche Kristallfragment selber. Datenfragment. Okay, vergessen wir das. Also, wir haben die Datenfragmente, wir machen mit Yoki weiter. Im nächsten Part dann wird es darum gehen, wenigstens schon mal Quantrinium herzustellen, das kriegen wir hin. Und den Datakristall kriegen wir auch hin. Beides in der, da ist sie, im atomaren Quantenneuverteiler. Das wird noch nix. Den da könnten wir auch schon mal vorbereiten. Sehr viel Schlacke dafür. Ja, dann ziehen wir wohl die Schlacke von oben aus den Schmelzen ab. Aus den Pressen. Bis dann. Gerne Bewertung da lassen, auch wenn ich Chaosfabrik mache. Mein Hefti hat ja auch einen Daumen da gelassen, obwohl ihm das nicht gefällt, was er gesehen hat. Ja, okay. Passt schon. Gerne Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Part bei mir, Yoki. Was verbrauchen wir im Moment? Nicht viel, weil der Rest alles still steht.